Wollte ich auch mal mit euch geteilt haben. Ja, dieser, der gute alte Gebrauchtspielladen aus, von sehr weit weg. Ich glaube, es war in Norddeutschland, wo das war, aber es ist ja nicht so wichtig. So, Kit, alle Schäden sind repariert. Du bist so gut wie neu. Danke, Bonnie. Gern geschehen, Kit. Michael, ich habe entdeckt, dass die Raketen ferngesteuert wurden. Aber ich konnte das Signal abfangen. Es wird von ungefähr 50 Meilen westlich unserer derzeitigen Position ausgesendet. Devon möchte, dass sie den genauen Standort herausfinden. Also, Kit, du hast gehört, was die Lady sagte. Es gibt Arbeit für uns. Bist du startklar? Selbstverständlich, Michael. Michael, seien Sie bitte vorsichtig. Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben. Oh yeah, der glänzende Lack. Und Michael Knight ist on the way ins Dorf. Michael, wir müssen umkehren und unsere Ermittlungen fortsetzen. Was? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht, was? Ich verstehe das nicht. Egal. Wir gehen erstmal SPM, weil man gönnt sich ja sonst nichts und Cutscene. Wir gehen also nicht SPM. Oh. Oh. Oh, oh, shit. Was ist hier los? Kit, ist hier noch jemand? Nein. Keine Lebenszeichen. Keine Anzeichen von... Ich orte keine Lebenszeichen, ja, genau. Michael. Aber irgendetwas Merkwürdiges geht hier in der Nähe vor. Okay, was hat es hiermit auf sich? Lass uns mal nachsehen. Und schalte auf Überwachung. Selbstverständlich, Michael. Okay. Wir gehen trotzdem mit der SPM, weil Speed! Speed! I go supersonic! Der Effekt sieht echt geil aus, muss man sagen. Auch wenn ich vielleicht in so einer Kurvenreichen, aber naja. Gut, ich hier schon wieder. Was ist denn hier los? Ich weiß echt nicht, was hier los ist. An diese Map kann ich mich erinnern. Was danach alles kommt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier los ist. Außer, dass alles kaputt ist hier, das sieht man, aber... An sich so. Das sieht ziemlich übel aus. Als wären alle einfach. Verstehe ich gar nicht. Mega Armageddon, niemand da kommt. Ja. Sieh dir mal die Brandspuren auf dem Boden an. Solche habe ich auch an der Tankstelle gesehen. Hast du eine Ahnung, wie die hierher kommen? Tut mir leid, Michael. Ich habe die Brandspuren abgetastet und die Daten mit mehreren Programmen analysiert. Was immer es war. Nein, erzähl mir nichts! Alle Steine auf der Erde sind zusammengeschmolzen. Sehr warte. Merkwürdig. Und das Signal, das Bonnie abgefangen hat? Es ist stärker. Wir nähern uns der Quelle. Los, Kumpel. Wir müssen herausfinden, wer hinter dieser Sache steckt. Wir kommen gleich sowieso nochmal ins Dorf zurück. Weil hier, glaube ich, irgendein Schalter für irgendein Tor ist oder so. Das muss sein. Auf jeden Fall, es kann noch nicht so lange her sein. Sagt er nach Analyse eines Programms, das hätte man aber auch sehen können, weil Feuer brennt. Und Feuer brennt selten einen Monat lang. Also das, nur so eine Idee, Kid. Einfach mal nachdenken. Kid, Junge, okay. Genau, und dann kommt hier noch so ein kleines, nein, nicht Dorf, aber so ein paar Gebäudchen. Corn and Co. since 1939, ich hab's nicht gelesen. Da wir keine Zeit haben, Super Pursuit Mode. Out. Es gibt sicherlich auch elegantere Möglichkeiten. Michael, das Signal ist. Jetzt kommt L2. Es kommt 100% aus diesem Areal. Ja, das ist ein Tor. Können wir da irgendwie rein? Spring. Wir setzen den Michael Jam am Terminal ein. Vielleicht können wir dann das Tor öffnen. Gute Idee, Kumpel. Okay, unser C++-Code darf man einmal ran. Und es scheint 4 von diesen Dingern zu geben. Die Daten, die ich von diesem Terminal abgerufen habe, zeigen, dass noch 3 weitere Terminals mit diesem Tor verbunden sind. Alter, schau doch einfach die Lichter an. Sie finden, um das Tor öffnen zu können. Kid, ich mag dich, ich mag dich wirklich gerne, aber denk doch einfach mal nach. Nachdenken kann besser sein als jedes Programm. Like, seriously. Okay, auf dem Radar... Ich weiß nicht, ob es auf dem Radar angezeigt wird, was wir suchen. Ich
Ich weiß es echt nicht. Trotzdem können wir mal absuchen eigentlich. Ja, okay, es wird angezeigt. Alles klar. Das wusste ich damals nicht. Ich glaube, ich habe damals wirklich alles abgesucht. Blink. Ich glaube, ich habe damals wirklich alles abgesucht. Um irgendwie... Ich hatte die Zeit und ich habe das Radar einfach nicht gecheckt, wahrscheinlich. Irgendwie sowas war da. Und was nach diesem Tor ist? Alles, was nach diesem Tor ist, ist verschwommene Erinnerung und nicht mehr. Deswegen, ich schreibe nicht blind in den Titel, weil das Ding ist, wenn man blind in den Titel beim Let's Play schreibt, heißt es, weiß nicht, wirkt wie so eine Entschuldigung, dass man fällt oder so, aber das ist ja Quatsch. Außerdem ist doch scheißegal. Who the fuck wants to know? Wen interessiert das eigentlich? Sind nur unnötige Zeichen, die im Titel verschwendet werden. Deswegen, ich habe das mal reingeschrieben, aber es ist mehrere Jahre her, also. Scheiß drauf. Okay, Nummer 4. Und ich glaube, Nummer 4 ist irgendwo hier hinten. Und ich sage, ich glaube, weil ich keine Ahnung hatte, aber ich hatte einfach Glück. Genau, because science and shit. Zum Terminal anleuchten und fertig. Okay, alles hier hinter. Wie gesagt. Ich bin sehr gespannt. Okay. Also ich glaube, warum ich dieses Level mag, ist ein ziemlich einfacher Grund. Es ist Open World, aber durch diese Berge links und rechts total begrenzt. Und ich liebe Maps, die begrenzt sind, die halt nicht beliebig groß werden oder ähnliches. Ich weiß nicht, ich bin ein Freund von engen Arealen, könnte man vielleicht sagen. Deine Schwester. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wann wird's? Und. Wow! Yes, yo! Ich mache es sehr gerne, ich gib's zu. Schuldig im Sinne der Anklage und so. Schön gedriftet und dieses Level ist für uns alle Neuland. Michael, wir können nicht zurück. Ich kann das Tor von hier aus nicht öffnen. Ja, schade. Kit, durchleuchte das Areal nach einem anderen Weg nach draußen. Ja, Michael. Oh. Doch, an den Laser kann ich mich erinnern. An dieses blöde Laser-Ding, Scheiße. Kumpel, alles klar bei dir? Was ist passiert? Das kann ich nicht genau sagen. Michael, ich habe ein paar wichtige Funktionen. Oh shit. Ein weiterer Treffer wäre das Ende für uns beide. Ich schlage vor, dass wir diesen Ort augenblicklich verlassen. Und das denke ich auch. Vor dem Einschlag hat mein Scanner-Agentur am anderen Ende des Areals geortet. Alles klar. Ich kann's sehen. Michael, das Tor schließt sich mit hoher Geschwindigkeit. Wir müssen uns... Okay, hohe Geschwindigkeit kann ich. Bring uns hier raus, bevor es zu spät ist. Es sei denn, ich hab den SPM-Mode nicht mehr. Super Pursuit-Mode. Aufgrund des Schadens funktioniert der... Super- ja, fick dich, Spiel. Du mich nämlich auch. Gib Gas, Kumpel! Aua! Was mach ich denn hier? Den habe ich nicht kommen sehen. Das ist ja total einfach. Das ist ja voll lächerlich. Mission erfolgreich abgeschlossen. Also ich meine, bin ja total gestruggelt als Kind an dem Ding. Ich habe das nicht hinbekommen, ans Tor zu kommen. Also dann nach mehreren Versuchen erst, aber das war ja gar nichts. Vergangenheitsloni, du bist wack. Ich bin empört, möchte ich sagen. Aber das war eine schöne zweite Mission. Vor allem, wie gesagt, dieser Unopen World Aspekt, könnte man sagen. Gefällt zumindest mir. Sehr gut, der Helikopter. Es geht rund. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel dauern wird. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich mache erstmal jetzt eine Stunde oder so. Eineinhalb Stunden oder so. Nicht übertreiben. Und wenn dieses Projekt vorbei ist, wird es höchstwahrscheinlich, so viel kann ich sagen, mit Pokémon weitergehen. Für die es interessiert. Für die es nicht interessiert, ja, dann euch kann es ja egal sein. Ihr könnt den schönen Ladebildschirm genießen. Ne? Man gönnt ja sonst nichts. Genau. Also das Ding ist, ich dachte, Pokémon-Pause, ja, aber irgendwas sollte schon dazwischen kommen. Und nachdem ich letztes Wochenende dieses Spiel bestellt hatte und es gestern endlich angekommen ist, nach 5 Tagen,
sechs Tagen. Also war auf jeden Fall endlich da und habe ich gedacht, komm, jetzt ist egal. Zieh durch, Junge. Zieh durch. Wir wollen Michael Knight und Kit in Knight Rider. Michael, oder so ähnlich. Sie sofort zurück zu Bonnie. Meine Schutzfunktionen sind defekt. Auf dieser Straße geht es um Sammy. Oh nein, der Helikopter. Ja, klar. Oh, fuck. Oh nein, nicht... Michael, der Helikopter ist schwer bewaffnet. Ich weiß. Gas, Kumpel. Wir haben kein SBM-Mode, leider. Das Ding ist, der kann sich jetzt halt wirklich krass ficken. Ja, du bist witzig. Woher soll ich denn wissen, wo der hinschießt, du Bob, Alter? Woher soll ich das wissen? Wie hat mich das denn getroffen? Die Rakete war schon lange eingeschlagen. Na ja, genau. Komm, fick dich, Spiel. Fick dich hart. Bitte pass auf. Ja, du bist witzig. Wie soll ich das machen? Es ist unmöglich auszuweichen. Höchstens indem ich abbremse oder so, aber selbst das nicht. Genau, ein bisschen Lawine oder was? Wunderbar, Gerölllawine. Geil, geil, geil. Mich auch. Aber komm ich da durch? Ich glaube, ich komme da durch mit. Ich komme da nicht durch, okay. Bitte sei vorsichtig. Ich komme da doch durch. Seit ich bin wack, dann nicht. Okay. Ja, du willst wohl. Ich kann diesen Dinger nicht ausweichen. Das ist nicht möglich. Oh. Man kann ja durchfallen, echt? Mission fehlgeschlagen. Das wusste ich nicht. Das wusste ich echt nicht. Michael, wir müssen... Oh, alles nochmal. Ja, wunderbar. Geil. Oder muss ich springen oder so? Das tat weh. Nee, springen bringt sowas von überhaupt nichts. Ach, komm dann. Ja, toll, wenn ich abbremse, bin ich auch gefickt. Ja, super. Das heißt, ich muss mich einfach den Raketen stellen und versuchen, weg und durch. Und ich habe keine andere Wahl. Oder ich habe das Spiel nicht verstanden, das kann auch sein. Aber ausweichen ist ja scheinbar hier nicht möglich. Alles klar bei dir, Alter. Aber weil ich ziemlich schnell gefickt werde gerade. Es war gerade nicht so heftig. Okay, die Cutscene kennen wir auch schon. Leider kann ich nicht in den SBM, sondern in den, oh, wie heißt der Modus? Ich habe den Namen vergessen, der Seitlichfahrmodus. So, aufpassen. Das mit dem Driften war anders geplant, aber ist ja egal. Oh, komm. Wir müssen noch fuck, schon die letzte. Ich bin im Arsch. Ich weiche aber auch wirklich 0% aus, das ist schlecht. Like, seriously whack, okay. Wie weit muss ich denn noch? Kann mir eigentlich jemand sagen, wie ich hier ausweichen soll? Ich meine, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Energiezellen leer. Ja, das war es natürlich noch nicht. Ah, scheiße. Ich bin im Arsch. Mission nochmal. Ja, genau. Mission fehlgeschlagen. Ich konnte unmöglich ausweichen. Sag nicht alles nochmal. Bitte. Bitte nicht alles nochmal. Ja, Glück gehabt, okay. Und ich habe wieder einen Tank gehabt. So kann ich arbeiten, Mann. So kann ich arbeiten. Ja, gar kein Problem. Now we're talking the language, man. Also sowas No Death Run durchspielen, ich würde es mich nicht trauen. Und ich würde es auch nicht schaffen, wahrscheinlich. Sehe ich übrigens gerade erst, dass mein Radar ausgefallen ist, habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay. Jetzt kommt er wieder angeschießen, aber wunderbar, ja. Was soll man ja jetzt kaputt gemacht hat, aber von mir aus, Alter. Kann ich den nicht rammen oder so? Rammen mit Brammen oder was? Na, was haben wir denn jetzt? Michael, der Helikopter kann uns nicht in den Tunnel verfolgen. Ja, aber jetzt Moment mal. Ich glaube nicht, dass er es zulässt. Ich glaube nicht, dass er es zulässt. Er ist zu fresh. Und, ach, keine Ahnung. Ja, genau sowas. War zu erwarten. Turbo Boost, reicht der Turbo Boost hier aus? Ich weiß es nicht. Ich würde nicht drauf wetten. So. Ja, genau. Gib's mir noch richtig erwartet. Jawohl, geil.
Aber. Und raus. Boah. Das war knapp. Lass uns zum Semi fahren. Nix mehr, Morsch. Okay, Michael. Mission erfolgreich abgeschlossen. S-Level. Wie? Wirklich, wie soll ich denn da ausweichen? Bitte sag mir's. Ich habe keine Möglichkeit. So, ich kann. Unter Extras kann ich einen neuen Videoclip ansehen. Ja, das mache ich am Ende vielleicht. Eventuell. Wenn ich Lust drauf habe. Vielleicht. So. Boah, ich konnte jetzt ganz ehrlich, ich hätte total Bock auf Schnitzel gerade. Man muss auch einfach mal sagen, was man will, ja? Ich will jetzt Schnitzel. Das Ding ist, ich habe in der Tiefkühltruhe so XXL-Schnitzel und ich habe total Bock drauf. Aber, ich meine, Knight Rider 2 spielen ist ja auch schön. Hunger ist was für Weicheier. Ah ja, okay. Na gut. Ich glaube, es wird bei jeder Mission passieren, dass ich sage, ja klar, so ja, genau, kenne ich. Beim Helikopter war es gerade genauso. Es hat zwar 10 Sekunden gedauert, aber dann so, und dann ist es passiert. Ich glaube, beim Areal wird es genauso. Dadurch, dass ich das Spiel, ich glaube, zweimal durchgespielt habe, könnte so ein gewisser Flashback entstehen. Ja, so ein Déjà-vu, nur in echt halt. So. Also, Déjà-vu ist ja eingebildet. Ich bilde mir ein, ich habe was schon mal erlebt. Aber das ist ein echt, Déjà-vu in echt, so. Like, I'm super serial. Ich mein's voll Ernte, Alter.